Hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung Literatur und Erinnerungskultur. Heute stelle ich Ihnen Katja Petrowskajas Text Vielleicht Esther als Reflexion einer transnationalen Erinnerungskultur vor. Von der Familie zu erzählen, ist in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ein dominantes Modell für die Darstellung der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, vorwiegend der NS-Geschichte geworden. Bucherfolge wie Eugen Ruges In abnehmenden Zeiten des Lichts von 2011 sind Teil eines vielgestaltigen literarischen Diskurses. Welche Leistungen und Probleme dieses Erzählmodell für die Erinnerungskultur hat, ist durchaus umstritten. Ich habe das in zwei Vorlesungen im Rahmen der Themen Vaterbücher und Familienromane und an mehreren Beispielen vorgestellt. Manche schwärmten um die Jahrtausendwende, nun sei ein neues Erzählen angebrochen. Kritischere Stimmen haben darauf hingewiesen, dass viele der rekonstruierten Familienerzählungen nur unzureichend in Beziehung gesetzt werden zum geschichtshistorischen Wissensstand und zum offiziellen Erinnerungsdiskurs über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Aber wie gesagt, der literarische Diskurs ist vielgestaltig und dazu gehören gerade Texte, die versuchen, marginalisierten und ausgegrenzten Erfahrungen mehr Raum zu geben. Und das wäre eine positive Lesart. Der Buchmarkt reagiert darauf auch, Leserschaft, aber auch sozusagen eine Anerkennung für diese Texte durch Rezensionen, durch Beachtungen, durch Preise für die Autorinnen gibt es. Und das ist ein positives Zeichen. Ich nehme mal drei beziehungsweise vier Texte mit dem heutigen, die ich Ihnen ans Herz legen möchte auch. Das ist zum Beispiel Maya Hadalaps Engel des Vergessens aus dem Jahr 2011 über eine Familie, die der slowenischen Minderheit in Kärnten angehört. Aber auch ein stark zeitdiagnostischer Roman wie Mirna Funks Winternähe aus dem Jahr 2015 wäre dazu zu zählen, in dem über ungleiches Vergessen und Erinnern von Nachkommen in Täter- und Opfergenealogien anlässlich von aktuellem Antisemitismus in Deutschland gesprochen wird. Und natürlich Natascha Rodins Text, sie kam aus Mariupol, über ihre Mutter in der Überzwangsarbeit im Dritten Reich und den Umgang mit ZwangsarbeiterInnen in der Nachkriegszeit erzählt wird. Heute geht es um Vielleicht Esther von Katja Petrowskaja und diesen Text stelle ich Ihnen eben vor als Thema sozusagen für das Thema transnationale Erinnerungskultur und verbinde es mit einem Fokus, einem Motiv, nämlich der Spurensuche, die gleichzeitig hier eine Reiseerzählung darstellt, also sich als Reiseerzählung in mehreren nationalen Räumen lesen lässt. Und ich frage nach der Bedeutung dieses Reisens für eine transnationale Erinnerungskultur. Sie erinnern sich vielleicht, dass in der letzten Woche, als es um transnationale Erinnerungskultur ging, ich auch Aspekte der Reiseuntersuchungen von Reisegeschichten in diesem Kontext auch bereits thematisiert habe. Welche Relevanz hat also das Motiv der Reise für das Erzählen von Familiengeschichten? Normalerweise keine. Ja, also wenn man das Genre insgesamt anschaut, spielen konkrete Reisen darin eigentlich keine dominante Rolle. Es gibt Anekdoten und Erinnerungen einzelner Familienmitglieder, die zum Ausgangspunkt überprüfenden Erzählens werden. Es gibt Dokumente, die vielleicht sogar Archivfunde sein können, oft aber aus dem heimischen Kontext kommen. Aber selbst wenn es sich um Archivreisen handelt, bei denen Fotografien, Tagebücher und andere Dokumente gefunden werden, sind es meistens nicht die Reisen, die zählen, sondern für das Erzählte bedeutsam werden eben diese Dokumente und die Auseinandersetzung damit. Typisch für das Genre ist Reise also zunächst mal in einem metaphorischen Sinn, als Reisen zu sich selbst, als Metapher für eine Suchbewegung, für das Erzählen von Familie. Und das ist in Vielleicht Esther von Katja Petrowskaja anders. Hier handelt es sich um eine Familiengeschichte, in der die Protagonistin selbst auf Reisen geht. Nach Warschau, nach Kiew, nach Österreich, mehrfach direkt nach Wien zu Archivrecherchen und sie besucht Gedenkstätten. Also individuelle und kollektive Erinnerungsorte werden aufgesucht. Das Motiv der Reise steht in diesem Text in direkter Verbindung zur komplexen eigenen Familiengeschichte Petrowskajas, die von Kiew bis Paris Spuren hinterlassen hat.
Das Reisen in mehreren nationalen Räumen spielt dann eine Rolle für die Frage, von wem und für wen, also für welches Publikum diese Familiengeschichte erzählt wird. Welches Bild von Erinnerungskulturen wird in einem Roman deutscher Sprache, also für ein deutsches, überwiegend nicht-jüdisches Publikum, von einer in Deutschland lebenden Autorin nicht deutscher Herkunft gezeichnet? Und Sie ahnen schon, es gibt auch ganz viel hier über Sprache und Zugehörigkeit. Nicht nur Herkunft, sondern dann auch Zugehörigkeit, die zugeordnet wird, zugewiesen wird oder selbst erkämpft wird, zu reden sein. Mein Thema zielt also auf den Resonanzraum der deutschen Erinnerungskultur, in den sich dieser Text situiert. Die Autorin hat ihren Text Geschichten genannt, da viele Familienromane aber eben auch einen autobiografischen Hintergrund haben und sich dieser Begriff für das Genre auch für die autobiografisch grundierten Texte eben etabliert hat, spricht auch nichts dagegen, diesen Kontext sozusagen heranzuziehen, und der wird auch sehr oft Familienroman genannt. Wie setzen sich nun nachgeborene Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit der NS-Geschichte auseinander? Im Genre Familienroman bleibt wichtig, auch wenn es hier in Klammern steht, die Frage nach Opfern und Tätergenealogie. Und das wird heute ein ganz besonderes Thema sein für die Frage nach der transnationalen Erinnerungskultur, ob es eben ein gemeinsames Erinnern geben kann. Die Texte, wenn man Texte vergleicht von Schriftstellerinnen aus Täter- und Opfergenealogien, werden in jüngster Zeit oft auch sozusagen Ähnlichkeiten hervorgehoben. Eine der ganz zentralen und offensichtlichen ist die Unsicherheit des Erinnerns, die in Texten selber zum Thema werden kann. Also ne, Spurensuche als Stichwort, der Umgang mit Narrationen, mit Erzählungen, die auf ihrem Wahrhaftigkeitsgehalt befragt werden. Im Kontext von Tätergenealogien geht es hier natürlich ganz viel auch um Decknarrationen, also was wird erzählt und damit was wird eigentlich auch nicht erzählt. Es geht um Täter-Opfer-Umkehr, wer stellt sich eigentlich als Opfer dar, obwohl von Täterschaft erzählt werden müsste. Kurze Erinnerung, das war bei Ola Hahn ein ganz zentraler Punkt. Sozusagen, da geht es um Nachweisen von Schuld, um Auseinandersetzung mit Verdrängung, aber auch eben um transgenerationelle Prägungen. Und das ist ein Übergang oder eine Gemeinsamkeit auf den ersten Blick, dass sozusagen sowohl die Nachkommen von Tätern wie von Opfern es ganz viel mit Schweigen zu tun haben. Aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben nicht notwendig dasselbe. Und deswegen möchte ich das ganz kurz noch, bevor wir in den Text selber gehen, in Erinnerung rufen. Gründe für das Schweigen auf der Seite der Opfer kann Überlebensschuld sein. Aber es gibt natürlich auch Lücken und Schweigen durch Traumatisierung. Es gibt Schweigen, weil es keine Spuren mehr gibt. Also ein Erzählen nicht möglich ist. Das bedeutet, es ist erstmal nicht falsch, wenn man betont, dass es einige ähnliche Erfahrungskomplexe bei Nachkommen in Täter- und Opfergenealogien gibt. Das Schweigen der Eltern- oder Großelterngeneration hat jeweils Folgen für die Nachkommen. Auch beschreiben Stimmen aus beiden Gruppen, wie sie zum Beispiel in Familienarchive gehen, sich mit Fotos und Briefen auseinandersetzen, also nach Geschichten fragen, Gespräche bewerten, Erinnerungen bewerten, Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft heranziehen möglicherweise. So. Spurensuchen in Familien haben es also mit solchen Unsicherheiten zu tun, mit erzählten oder verschwiegenen Geschichten, mit Dokumenten, die man nicht genau einordnen kann, mit der Frage, welche Folgen die Erfahrungen, die die jeweilige Eltern- oder Großelterngeneration gemacht hat, für deren Familien. Und natürlich haben all diese Romane, Erzählungen, Geschichten zu tun mit dem Interesse dafür, wie man selbst in dieser Kette der Familiengeschichte geworden ist, wie man ist. Also die Identitätssuche der jüngeren Generation wird ganz zu Recht als eine zentrale Triebfeder des Erzählens innerhalb beider Genealogien betont. Es gibt aber einen zentralen Unterschied.
Während die einen im Familienarchiv graben, um Fragen von Verantwortung und Schuld mit der kollektiven Erinnerungskultur abzugleichen, müssen die anderen, die Nachkommen der Opfer, in erster Linie versuchen, die Todesarten innerhalb der eigenen Geschichte in die Geschichte der Millionen Toten der NS-Diktatur einzuschreiben. Diese unterschiedlichen Ausgangslagen bei ähnlich aussehenden Motiven wie Unsicherheit, Schweigen, dürfen nicht aus dem Blick geraten, wenn man sich fragt, wie die Herausforderungen von Zeugenschaft durch das Sterben der letzten Zeitzeugen angenommen werden könnte. Dass das gemeinsame Gedenken an die NS-Opfer auf unterschiedlichen Voraussetzungen beruht, ist für das Nachdenken über transkulturelle Erinnerungskultur wichtig. Ich habe Sie deswegen auch nochmal sozusagen an den Plural erinnert, transnationale Erinnerungskulturen möglicherweise. Also dieser Plural zielt in erster Linie darauf, dass es auch unterschiedliche nationale Formen einer transnationalen Erinnerungskultur geben kann. Und eine davon ist, ein ganz zentraler Punkt dafür in Deutschland, ist eben der Holocaust und ist die Tätergenealogie. Und sozusagen diesen sozusagen Aushandlungsprozess möchte ich jetzt mit dem Fokus auf Reise in vielleicht Esther zeigen. Denn in meiner Lesart macht dieser Text ein Angebot, wie man über die Notwendigkeit, aber auch die Möglichkeit von transkulturellen Erinnerungskulturen nachdenken kann. Wie verhalten sich also nun Familiengeschichte, Reisebewegung und Identitätssuche in vielleicht Esther zueinander? Ausgangspunkt ist sozusagen die Frage, wie man Familiengeschichte erschließt im Kontext der Gewalt- und Vernichtungsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und da haben wir eben diese Reflexion von transnationalen Spuren suchen. Wir haben eine weit verzweigte Familiengeschichte mit einer multinationalen Verwurzelung, jüdische, polnische, russische, deutsche Prägungen und Zugehörigkeiten der Erzählerinnen. All die werden sozusagen in einem Spielen hinein und gleichzeitig sozusagen auf der Suche nach diesen sozusagen Stammbaumverästelungen gibt es diese Ortsbewegungen, Reisebewegungen, Ortswechselbeschreibungen, die auf konkrete Reisebewegungen der Protagonistin zurückgehen, also konkrete Reisen nach Warschau, nach Kiew, nach Wien, nach Mauthausen. Begleitet und ergänzt werden sie aber auch von imaginativen Reisen, also Reisen, die auf der Basis von Erzählungen und Fotografien übernommen werden und die uns im Erzählverlauf an Orte der Kindheit, also eine Spurengeschichte in die eigene Vergangenheit oder die der Eltern führen. Die werden zum Teil auch sehr detailliert geschildert, wie die konkreten Reisen, aber nicht zeitlich unbedingt immer ganz konkret verortet. Daher sozusagen, haben wir eine Ortswechsel einerseits als Strukturierungsleistung, aber nicht so, dass sie sozusagen grundsätzlich, weil wir eben diese beiden Formen haben, nicht grundsätzlich als konkrete zeitliche Verortungen das Erzählen strukturieren. Ortsangaben, wie also zum Beispiel Straßenangaben in Kapitelüberschriften, sind nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass die Protagonistin auf Reisen geht. Vielfach werden zum Beispiel Erzählungen des Vaters oder der Mutter, die an eigene Erinnerungen oder die der Eltern oder anderer Verwandter angelehnt sind, wiedergegeben, ohne dass die Protagonistin selber an diese Orte gereist wäre. Umgekehrt gibt es tatsächliche konkrete Reisen, die aber nicht unbedingt ausführlich geschildert werden, auch nicht unbedingt zeitlich konkret verortet. Es wird also zum Beispiel deutlich, dass Wien mehrfach besucht wird, aber nicht immer konkret wann. Es gibt auch eine Österreich-Reise zur Gedenkstätte Mauthausen, die sehr konkret geschildert wird, aber nicht zeitlich konkret verortet. Wir haben Ortsbegehungen, die aus Schilderungen eigener Kindheitserlebnisse in Kiew erzählen, wo die Autorin auch aufgewachsen ist. Und die werden wiederum zu Erzählungen und Erinnerungen anderer in Beziehung gesetzt. Die Bedeutung des Reisemotivs liegt in vielleicht Esther für mich nicht in erster Linie darin, dass wir Leserinnen der Protagonistin an die Orte der Erinnerung folgen. Das Motiv der Reise dient vielmehr einer Reflexion der Suchbewegung. Die Familiengeschichte schreiben bedeutet, sich auf die Spurensuche einiger Lebender und vieler Toter des Holocaust zu begeben
Und diese Spurensuche wird zuallererst im eigenen Erzählen von dieser Suche erfahrbar. Die imaginativen Reisen und die realen Ortsbewegungen bilden eine ganz konkrete transnationale Qualität der Familiengeschichte mit Stationen in Polen, Russland, Deutschland. So wie sich die Grenzen dieser Länder historisch verschoben haben, haben sich auch Zugehörigkeiten verändert und diese Bewegung, die eben nicht Verwurzelung, sondern in erster Linie Verschiebung meint und Zuordnung von Zugehörigkeiten. Und dann die Frage, welche Bedeutung sozusagen sich mit solchen Herkünften verbindet, die treibt das Erzählen in vielleicht Esther an. Diese Bewegung ist auch mit ihrer eigenen Generation, also der Generation der Erzählerin, nicht an ein Ende gekommen, sondern wird als Fortführung verstanden. Das drückt sich ganz stark in einer Reflexion über Sprache aus, die auch sozusagen einen Raum des Wandels, der Aneignung und der Eroberung, sozusagen, des Sich-Näherns, des Abgestoßenseins, aber auch des Begehrens darstellt. Die Erzählerin stellt fest, dass ihre Suche in deutscher Sprache, nämlich der Sprache des Feindes, geschrieben ist. Das empfindet sie als einen Vorteil, denn die deutsche Sprache bildet den Ausgangspunkt einer als produktiv beschriebenen Irritation. Während der Bruder Hebräisch lernt, lernt die Protagonistin Deutsch. Beide erschaffen damit durch ihre Sprachen ein Gleichgewicht gegenüber der Herkunft. Die deutsche Sprache, mein fremdes Deutsch, wie die Erzählerin sagt, wird von ihr auch begehrt. Es stellt eine Ermächtigungsstrategie dar. Gerade weil die Sprache erst noch erobert werden muss und die Protagonistin damit nicht vollständig verschmelzen kann, wird sie ihr zu einem Instrument, das ihr hilft, sich der Vergangenheit zuzuwenden und komplexe Zugehörigkeiten zu formulieren. Daher sind Sprachreflexionen vielfach direkt mit irritierenden Momenten verbunden, wenn sie sich auf der Seite von Tätern oder Opfern zu verorten versucht. Ich fuhr als Russin nach Deutschland in das jüdische Warschau meiner Verwandten, nach Polen. Es schien mir, als machten mich meine beiden Sprachen zu einer Vertreterin der Besatzungsmächte. Oder, zweites Zitat, was ich jetzt auf die Folie auch habe. Ich dachte auf Russisch, suchte meine jüdischen Verwandten und schrieb auf Deutsch. Der fremden, aber angeeigneten Sprache eignet ein Moment der Selbstermächtigung, weil es gegen ein empfundenes Defizit steht. Sie kann weder Polnisch, noch Jiddisch, noch Hebräisch, noch die Gebärdensprache, die ihre Vorfahren über Generationen unterrichteten, und fühlt sich in gewisser Weise taubstumm. Ah, da ist noch das nachgereichte Zitat, das war jetzt eine Folie zu spät. Taubstumm zu sein wird an anderer Stelle direkt zur Metapher auch für das Judentum im Text und markiert damit nicht nur eine Marginalisierung von Geschichte, sondern vor allem die Notwendigkeit, sie angemessen zu Gehör zu bringen. Also es ist nicht nur eine defizitorientierte Perspektive, was kann ich nicht, was in meiner Familiengeschichte wichtig war, sondern auf der anderen Seite auch eine Metapher eben der Ermächtigung, der Erinnerung und der Notwendigkeit eben des Erzählens. Also was kann ich nicht, aber was kann ich mit dem, was mir mitgegeben ist, tun? Vermittelt über die Herkunft thematisiert die Protagonistin also auch die Frage ihrer jüdischen Identität im Kontext dieser Sprachreflexion beziehungsweise des Metapher Taubstummseins. Sie begreift ihre jüdische Identität, wie sie einmal schreibt, als Zufälligkeit und zeigt, dass es im Verlauf der Familiengeschichte in Russland eben zufällig war, ob einer zum Beispiel Jude oder Russe im Pass stehen hatte. Also Zufälligkeit als Zuordnung von außen. Das konnte markiert werden, musste aber nicht markiert werden. Heißt jetzt noch nichts für die individuelle Identität aus der eigenen Perspektive, sondern von dem, was dann ein Staat sozusagen ermächtigt, mit einer bestimmten Zuschreibung zu tun. Es war also sozusagen, hatte man Jude oder Russe im Pass stehen, ist eine Zufälligkeit, aus der sich dann aber
Konsequenzen ergeben können in der Geschichte. Für sie selbst sagt sie, dass die Familie einen Weg weg vom Jüdischsein und dann wieder hin zur jüdischen Identität genommen hat. In erster Linie bleibt das Jüdischsein aber Auseinandersetzung mit Zugehörigkeiten und mit Zuschreibungen. Zugehörigkeiten eben zum Beispiel der Bruder, der das sozusagen selbst wählt, aber als Zuschreibung insgesamt, die für die gesamte Familie wichtig war, nämlich im Kontext eben dann der Geschichte des Holocaust. Was das Erinnern in deutscher Sprache betrifft, begegnet die Protagonistin im Verlauf ihrer Suche auch Überraschungen. Nicht nur, weil sie auf Gesprächspartner im Ausland trifft, die ihr Deutsch aus den 1940er Jahren behalten haben, sondern sie stellt auch fest, dass die Akten über ihren Verwandten, nämlich den Attentäter Judas Stern, in deutscher Sprache verfasst sind. Während ihre Suche in russischen Archiven nicht weiterführt, ist seine Geschichte auf Deutsch auffindbar, während sie geglaubt hatte, dass sie als erste in ihrer eigenen Familie ihre Geschichte auf Deutsch schreibe. Dass die Familiengeschichte ein Teil stellvertretender Zeugenschaft ist, ergibt sich damit also vor allem daraus, dass der Familienstammbaum gesucht, aber oft eben nicht gefunden wird. Die Frage, wer sind die Meinigen, bleibt eine drängende Frage durch den gesamten Suchprozess hindurch. Wir haben einzelne Familienmitglieder, wie zum Beispiel Judas Stern, die klar identifiziert sind und über die es auch viele Aktennotizen gibt. Es gibt auf der anderen Seite aber ganz viele, die nicht auffindbar sind. Und das macht ein Zitat ganz besonders deutlich, diese Suchbewegung in Rettungs- und Todeslisten, wo die Protagonistin überlegt, wer jetzt eigentlich dazugehört. Zitat: Einige Namen meiner Verwandten waren so verbreitet, dass es keinen Sinn hatte, nach ihnen zu suchen. Es wäre eine Suche nach Gleichnamigen gewesen, denn in den Listen stehen sie alle untereinander, nebeneinander, wie Nachbarn, durcheinander gemischt. Und die Meinigen sind nicht zu unterscheiden von hunderten anderer, die genau so hießen. Dabei wäre es für mich nicht möglich, die Meinigen von den Fremden zu trennen, wie den Weizen von der Spreu. Es wäre eine Selektion gewesen und ich wollte keine, nicht einmal das Wort. Je mehr Gleichnamige es gab, desto geringer war die Chance, meine Verwandten unter ihnen zu finden. Und je geringer diese Chance war, desto klarer wurde mir, dass ich alle Aufgelisteten zu den Meinigen zu zählen hatte. Sie entscheidet sich also aus dem Problem, wie findet man heraus, wer zu mir gehört, etwas Produktives zu machen, nämlich zu sagen, dass es dann die Familiengeschichte und die Suche Teil einer stellvertretenden Zeugenschaft auch für diejenigen ist, die möglicherweise von anderen nicht erinnert werden können, die von ihnen nicht gefunden werden. Es bleiben also Irritationen, aber es gibt auch den Versuch eben eines produktiven Umgangs mit diesen Irritationen, die dann dieses ganz zentrale Problem von Zeugenschaft anspricht. Die Orte, an die sie reist, lösen ebenso wenig wie die Dokumente, die sich zum Teil auch nicht entziffern lassen oder sich nicht finden lassen oder Fotografien, die nicht zugeordnet werden können. Also sozusagen lösen Irritationen aus und lösen umgekehrt, sind keine Antworten unbedingt auf die Fragen, die gestellt werden. Aber die Protagonistin zeigt, dass man damit umgehen muss. Die Orte, an denen Menschen gelebt haben, zu finden, ist also nur eine Annäherung an deren Geschichte. Und im Text wird immer wieder gezeigt, dass das gelingen kann, dass es aber genauso gut auch trügerisch sein kann. Es gibt zum Beispiel eine Episode mit falschen Hausnummern. Es werden in Anführungsstrichen falsche Tote auf einem Foto identifiziert. Also auch Episoden über das Scheitern erzählen, aber auch über das Finden. Beides gibt es. Die Suchbewegung erzählt in erster Linie von einer Sehnsucht, Menschen, deren Leben nur bruchstückhaft oder ganz unsicher überliefert ist, mit bestimmten Orten in Verbindung zu bringen. Weil diese Orte das Versprechen in sich tragen, dass man eine Nähe herstellen kann zu ihnen.
Diese Sehnsucht umkreist Petrowska ja im Erzählen in vielen Episoden und manchmal nennt sie das sogar Glücksmomente des Erinnerns, wenn es gelingt. Die Protagonistin erkennt, dass es, wenn sie nach bestimmten Spuren in einer Stadt sucht, sich von anderen Bildern dieser Stadt fernhalten muss. Und das ist eine sehr schöne Reflexion über die Geschichtsspuren und sozusagen Schichten der Geschichte, die man bei Orten der Gegenwart, an denen man diese Spuren sucht, sozusagen aktiv aufsuchen oder aber eben auch ignorieren muss. Man muss sich von bestimmten Bildern der Stadt fernhalten. Menschen, die an dieselben Orte reisen, reisen nicht notwendig in dieselbe Zeit oder in derselben Zeit. Vielleicht Esther beschreibt damit ein ganz wichtiges Moment von Reiseliteratur ganz grundsätzlich, das sich immer in dieser Spannung von Zeit und Raum ausdrückt. Also welchen Raum, sozusagen welche Bilder eines Raums bringen wir mit, für welche historischen Spuren interessieren wir uns im Kontext dieser vielen Geschichten. Die Reisenden müssen sich, wenn sie bestimmte Orte aufsuchen, aktiv gegen Eindrücke wenden, die sie nicht suchen und sich auf diejenigen Spuren konzentrieren, die möglicherweise vollständig unter anderen Zeitschichten begraben und gar nicht mehr sichtbar sind. Das Wissen um Spuren überlagert dann oder kann einen konkret auffindbaren Ort überlagern, wenn man an einer Straße steht, ein Haus sucht mit einer Hausnummer, die es jetzt aber nicht mehr gibt, aber weiß, man steht am richtigen Ort. Was sieht man dann, wenn man an diesen Ort gereist ist? Der Ort selbst kann also das Suchen befördern, aber enttäuschen, weil das, was man eben möglicherweise sucht, nicht mehr sichtbar ist und damit es noch umso schwieriger ist, sich gegen das, was sichtbar ist, sozusagen den Ort der Erinnerung zu imaginieren an der Stelle, an der man ihn gesucht hat. Das ist also eine Auseinandersetzung auch mit der Frage nach der Authentizität von Orten und Ortsuchen, aber auch in einem sozusagen eben auch wieder nicht nur defizitorientierten Sinn, sondern diese Suche selber, die Auseinandersetzung mit dem, was wünschen wir uns, wenn wir an einen Ort reisen, was suchen wir da eigentlich, ist eine Reflexion, die deutlich macht, was ist zugänglich und was ist nicht zugänglich. Der Suchweg selber wird zum Thema des Textes. Und das heißt auch, wo können wir welcher Opfer gedenken oder nicht gedenken? Das heißt, eine ganz grundsätzliche Auseinandersetzung auch über den Zusammenhang von Erinnerungsorten und Gedenkstätten im Kontext der Erinnerungskultur. Besonders eindrücklich wird die Frage nach offiziellen Gedenkorten an mehreren Beispielen diskutiert oder deutlich, nicht diskutiert, sondern vorgeführt. Die Protagonistin reist unter anderem nach Auschwitz und der Besuch von Auschwitz bleibt eine Leerstelle im Text. Sie weiß, dass sie dort war, doch das mitgebrachte Geschichtswissen überlagert die Erfahrung, die sie an diesem Ort selbst macht. Sie hat buchstäblich keine Erinnerung an den Ort, nachdem sie ihn besucht hat. Die Konkretheit des Wissens lässt sich nicht mit Empfindungen verbinden. Zitat: Ich weiß, wie die Wege laufen. Ich weiß, was es zu sehen gab, was ich dort hätte sehen können. Denn ich habe später die Baracken, die Container wie aus dem Großhandel und das ganze Gelände mehrmals gesehen, oft genug, um es mir ins Gedächtnis einzuprägen. Aber von jenem Tag habe ich nichts in Erinnerung. Eine andere Erfahrung macht sie in Babi Jar, also ein einzelnes Kapitel, ein ganzes Kapitel gewidmet, das sich auf die Verdrängung der Verbrechen der Massaker von 1941 konzentriert. Neben dem Massaker selbst, das wird erzählt, wie Spuren des Massakers danach vernichtet worden sind, wie Zeugen der Vernichtung getötet wurden und wie die Sowjetunion diejenigen bekämpfte, die versuchten, der Toten an diesem Ort zu gedenken. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass der Erinnerungsort der Protagonistin zu einem paradigmatischen Ort für ein transkulturelles Gedenken wird. Zitat: Ich möchte von diesem Spaziergang erzählen, als ob es möglich wäre,
als abstrakter Mensch, als Mensch an sich und nicht nur als Nachfahr des jüdischen Volkes, mit dem mich nur noch die Suche nach fehlenden Grabsteinen verbindet, als ob es möglich wäre, als ein solcher Mensch an diesem merkwürdigen Ort namens Babi Jar spazieren zu gehen. Hier definiert sie zum einen nochmal, dass ihre jüdische Herkunft als wichtigen, aber in die Vergangenheit weisenden Bezug empfindet. Zum anderen spricht sie noch viel weitergehender als am Anfang die Gemeinschaft von Erinnernden an. Im Als-ob-Bezug wird allerdings zugleich ganz deutlich markiert, dass die Erweiterung dieser Gemeinschaft eben doch nicht ganz ohne das Bewusstsein der eigenen Genealogie auskommen sollte. Und diese Perspektive wird im Text dann noch weiter gestärkt. Das finde ich ganz wichtig, dass an dieser Stelle von den Nachbarn die Rede ist, die zusahen, wie die Juden aus Kiew Richtung Schlucht marschieren mussten. Dabei zielt diese Frage, wie sie es zulassen konnten, natürlich eben nicht auf die Kiewer alleine, sondern lässt sich übertragen auf alle Länder, in denen die Juden aus Gemeinschaften gerissen wurden. Der Begriff Nachbarn umfasst in vielleicht Esther alte Nähe, den Schmerz über Verlust und Verrat, lässt aber als Alltagsbegriff eben auch an eine neue nachbarliche Zukunft denken. Dass es in dieser Schlucht heute nichts mehr zu sehen gibt, wird der Protagonistin zu einer weiteren Aufforderung im Erzählen zu gedenken. Und damit bin ich nochmal bei der Frage, dass, sozusagen, was ist nicht zu sehen, aber was muss erzählt werden, auch bei der Unsicherheit des Erzählens selber. Denn wenn das Erzählen so eine ganz zentrale Funktion für die Erinnerungskultur hat, ist natürlich die Reflexion über die Unsicherheit des Erzählens genau in diesem Kontext ganz wichtig. Und das macht der Text auch ausführlicher, macht es sich also nicht einfach damit zu sagen, es muss eben im Erzählen erinnert werden, als wenn das das Einfache wäre, sondern genau im Unterschied sind nicht nur die Dokumente, die nicht gefunden werden, es sind nicht die Spuren, die nicht gefunden werden, sondern es gibt eben auch die Unsicherheit des Erzählens, mit der immer wieder umgegangen werden muss und trotzdem gibt es eben nichts anderes, als das zu tun. Das drückt sich am meisten oder am deutlichsten im Titel aus, vielleicht Esther, das muss man, glaube ich, nicht groß erklären, dass das ein Titel ist, der Unsicherheit ganz stark in den Fokus rückt. Und es bezieht sich darauf, dass sich der Vater nicht sicher ist, wie die Großmutter mit Vornamen hieß. Das Motiv der Unsicherheit findet sich aber auch in Form transgenerationeller Prägungen, etwa wenn die Erzählungen der Mutter zu Träumen der Tochter werden. Also es so eine Art Übertragung ist. Die kreisen, und das finde ich besonders interessant, unter anderem um paradigmatische Bilder des deutschen Erinnerungsdiskurses, wie etwa den Viehwaggon. Ein Bild, von dem die Protagonistin behauptet, dass es für sie keineswegs notwendig mit Vernichtung identifiziert sei. Im Kontext dieses Textes wird es aber gerade für ein Lesepublikum, das sozusagen mit dieser Bildlichkeit ganz eng den Holocaust verknüpft, zu einer Aufforderung, sozusagen mit diesem individuellen Umgang, mit diesen Erinnerungsbildern, sich auseinanderzusetzen. Hier wie an anderen Stellen geht es also wieder um Prägungen, aber auch um Selbstermächtigungen, in denen die Protagonistin ihre Erzählung innerhalb der deutschen Erinnerungskultur verortet und gleichzeitig auf der Individualität ihrer Geschichte besteht. Zweites Beispiel dafür, das auch in Rezensionen vielfach zitiert worden ist, es geht um einen Fikus, an den sich die Protagonistin erinnert, ein völlig nebensächliches Detail. Die Frage ist aber, erinnert sich der Vater an den Fikus, weil die Tochter sich daran erinnert, dass ihr der Vater mal davon erzählt hat und sozusagen sich so dieses Element in die Familiengeschichte eingeschlichen hat. Der Text schlägt sich hier ganz klar auf die Seite derer, die die Unsicherheit des Erinnerns nicht negativ bewerten, sondern einfach als etwas thematisieren, dem man nicht ausweichen kann und mit dem man umgehen kann. Im Erinnern kommt es nicht an jeder einzelnen Stelle in der Familiengeschichte auf den Grad historischer Wahrheit an, sondern darauf, wofür die Erinnerten Episoden stehen. Der Fikus etwa steht für das Bewusstsein, wie zufällig es oft war, ob Menschen in einer bestimmten Situation überlebten und starben. Also an solchen Details werden andere Aspekte der Bedeutsamkeit von Herkunft als Zuschreibung thematisiert.
Die Geschichten legen Zeugnis davon ab, dass dieser Mensch Wege suchen musste, mit einer Erfahrung umzugehen. Und in diesem Fall ist der Ficus verbunden eben mit einer Geschichte des Überlebens. Geschichten einzelner Menschen machen die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts erfahrbar. Davon erzählt vielleicht Esther, und zwar gerade, indem sie uns an Orte des Schreckens mitnimmt und das komplexe Verhältnis von Zeit und Ort in diesem Kontext fühlbar werden lässt. Die Protagonistin markiert ihren eigenen Standpunkt als kosmopolitisch und durchkreuzt mit ihrem Blick auf die Familiengeschichte immer wieder die Idee einer Nationalgeschichtsschreibung. Die Orte, an denen Familiengeschichte spielt, gehören zu anderen Nationen als damals. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, um über Zuschreibungen und wiederum Lösungen aus Zuschreibungen nachzudenken, über Überlappungen und Zufälle des Schicksals. Der wesentlich dramatische Effekt dieser Positionierung ist, dass der Reisende sich genealogisch sowohl in der Opfer- als auch in einer gewissen Tätergeschichte des 20. Jahrhunderts verortet fühlt. Sie fühlt sich als Sowjetbürgerin für die Unterdrückungsgeschichte Polens verantwortlich und spürt eben dem Verwandten Judas Stern nach, der ein Attentat verübt hatte, das wie geschaffen war für die nationalsozialistische Propagandamaschine. Ihn nennt sie meinen Stern und signalisiert damit, dass sie sich auch für diesen irritierenden Teil der Familiengeschichte verantwortlich fühlt. Gerade an dieser Person der Geschichte verteidigt sie gegenüber ihrem eigenen Vater, dass die Verwandtschaft einen Zugang zur Geschichte des 20. Jahrhunderts insgesamt ermögliche. Wie eng sie diesen Bezug zum Täter ausarbeitet, erkennt man zum Beispiel daran, dass sie in seinen Antworten im Prozess einen gewissen Familienstil zu erkennen glaubt. Sie ordnet also immer wieder die Familienmitglieder in eine sozusagen Kette ein, von der sie selbst sozusagen ihre Perspektive beschreibt und beschreibt in diesem Kontext der Selbstverortung in einer Kette von Familienmitgliedern einen gewissen Familienstil, der sich sowohl auf Gespräche wie auf Dialogwitz bezieht, aber sogar auch auf Körperlichkeiten wie etwa die Hände. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Hier sind wir wieder bei der Familiengeschichte, sozusagen der Gebärdensprache. Es geht aber außerdem um die schönen Beine der Frauen in der Familie, die angeblich mit jeder Generation etwas mehr verkümmern. Also ganz, ganz viel Suche nach Ähnlichkeiten bei ganz unterschiedlichen einzelnen Schicksalen. Gleichzeitig geht die Protagonistin aber auch auf Distanz zu einem sozusagen ganz auf die Familiengeschichte nur konzentrierten Blick, weil sie eben diese stellvertretende Erinnerungskultur in den Vordergrund stellt, also stellvertretende Zeugenschaft. Und sie wendet die Verzweiflung damit, einzelne Familienmitglieder nicht sicher aufspüren zu können, eben in eine Form von eigener Zeugenschaft im Erzählen. Also sie hatte zunächst ja die Idee, einen Familienstammbaum nachzuzeichnen, und nun nimmt sie alle Namensvetter mit in diese Familiengeschichte auf. Nochmal die Erinnerung an das Zitat, die Frage, wer die Meinigen sind, wird zu einer Geste der Umarmung von Opfern auf Todes- und Rettungslisten, an die insgesamt erinnert werden soll. Von da aus ist es nicht weit zu einer Geste der Universalisierung, die sich im Roman auch ausspricht, dass es dieses Jeder habe ein Mensch im Babi Jar heißt es. Angesprochen werden hier Empathie und Mitleidensfähigkeit, die sozusagen generalisiert sind und die es auch Nachkommen der Täter erlauben, in eine gemeinsame Erinnerungsgesellschaft, Gemeinschaft einzutreten. Das Gedenken überschreitet hier die Grenzen der Herkünfte. Wichtig aber scheint mir darauf zu bestehen, dass die Öffnung der Perspektiven auf die Täter, die Öffnung auf Mitmenschlichkeit und Zeugenschaft von einer Wunde und einem Verlust hier ausgeht. Also dem Problem, dass zu wenig Zeugnisse existieren, um von einzelnen Familienmitgliedern sicher berichten zu können. Deswegen wird der Kreis derer, an die erinnert wird, erweitert und auch gesagt, dass andere sozusagen diesen Kreis erweitern sollen. Es ist eine Erweiterung einer Zeugenschaft, die auch die Nachkommen der Täter übernehmen können und sollten.
Die Einladung dazu geht von der Opferseite aus. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man fragt, was diese Art der Universalisierung des Gedenkens unterscheidet von einem Verwischen von Täter- und Opfergedächtnis. Das ist eben die Einladung von Opferseite, mit Verantwortung zu übernehmen und eine stellvertretende Zeugenschaft zu übernehmen. Ein Effekt dieser Perspektive kann also sowas wie Universalisierung von Leidensgeschichten sein. Und wenn man die Genealogien rausnimmt und dieses Angebot quasi rausnimmt und einfach sagt, es geht allgemein um Empathie, dann wäre es aber auch ein durchaus prekäres Angebot, weil auf der sozusagen anderen Seite davon natürlich eine einfache Opferidentifikation stünde, die wir auch allzu häufig haben und die von einem allgemeinen, sozusagen allgemeiner Empathie mit den Opfern abstrahiert von einer Tätergenealogie. Ich finde aber, dass der Text von Petrowska ja dieser Perspektive nicht zuarbeitet, weil er gerade auf der darauf besteht, dass das ein Aushandlungsprozess ist und von sozusagen der Notwendigkeit der Erweiterung von Erinnerung ausgeht und das sehr deutlich perspektiviert. Die Autorin thematisiert in ihrem Text gar nicht im Einzelnen spezifisch einen deutschen Raum des Erinnerns oder kommentiert auch nicht an irgendeiner einzigen Stelle explizit die deutsche Erinnerungskultur. Sie skizziert stattdessen einen transkulturellen Erinnerungsraum, dessen Voraussetzungen in der Opfergeschichte der eigenen Familie liegen und der zugleich eben eine Einladung an einen geteilten Raum der Zeugenschaft ausspricht. Dabei bleibt es die Aufgabe der deutschen nicht-jüdischen Leserinnen, sich immer wieder selber daran zu erinnern, dass das Mitleiden mit und das Gedenken an die Opfer auf Voraussetzungen beruht, die nicht die eigene Genealogie unsichtbar machen darf. Auch von dieser Perspektive aus kann man nochmal darüber nachdenken, wie transkulturelle nationale Erinnerungskultur perspektiviert sein muss, wenn wir diese zwei Seiten der Verantwortung und Zeugenschaft für die Geschichten der Vernichtung und das Gedenken an die Toten immer wieder sozusagen ausgehend von diesen Kontexten uns in Erinnerung rufen und die Gemeinsamkeit immer auf der Basis ihrer Voraussetzungen uns anschauen. Verantwortung also definieren auf der Basis spezifischer Voraussetzungen und von dort aus sozusagen sich des gemeinsamen Versicherns und nicht sozusagen die Voraussetzungen eben abschneiden oder unsichtbar machen. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen zu Katja Petrowskajas Vielleicht Esther. Wir gehen weiter im Kontext Reise und besprechen beim nächsten Mal allerdings die Erinnerung an die Kolonialgeschichte, die auch ganz viel mit Reisemotiven es zu tun hat. Und so gehen wir weiter nochmal von einem Familienroman und im Kontext Reise hin zu einem Reiseerzählungskomplex, der sich mit Kolonialgeschichte befasst. Und ich werde einsteigen mit der Frage, warum eigentlich das Erzählen von Kolonialgeschichte im Kontext Reise auf ganz anderen Voraussetzungen beruht als das, was ich jetzt versucht habe, hier für Katja Petrowska ja auf der Basis Reisen und Erinnerung Ihnen zu erklären. Wie immer bin ich erreichbar auf allen mittlerweile doch eingespielten Kanälen, im Zweifel per E-Mail, aber gerne auch natürlich auf der Lernplattform. Machen Sie es gut, bis nächste Woche. Tschüss.